Was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu Cake TV Uncut. Wir reagieren heute auf Entzugsentscheidungen. So geht's Ron Bilecki. Bilecki? Bilecki? Keine Ahnung, Bilecki gerade. Ja, bin gespannt. Oh, auf jeden Fall heftige Bilder. Willkommen zu einem neuen Video. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt auch, wo ich überhaupt bin. Um die Toilette soll es jetzt nicht gehen, sondern ich wollte euch jetzt mal ein ganz kurzes Update geben, was die Kippen angeht und was den Alkohol angeht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist in Ordnung. Ich brauchte mal so eine Ausfahrt mit Tim Gable und ich wollte ihn mal fragen, warum ich mich so scheiße gefühlt habe. Und er meinte, ja, damals hatte ich die harten Depri-Phasen ab der zweiten Woche, die jetzt bei mir auch schon eingeschritten ist. Aber ich mache mir da jetzt nicht so den großen Kopf, weil ich kriege das schon hin. Also wie gesagt, seit dem 1. Oktober nicht eine einzige Zigarette, nicht ein einziges Vape und auch keine IQOS. Das Einzige, was ich atme, ist manchmal der Furz von Marc. Und jetzt eigentlich gut, dass du beim Alkohol da bist. Thema Alkohol, wir haben uns gestern so ins Opium gesetzt, also direkt an den Strand. Ich sag mal, so ein eisgekühltes wäre nett gewesen, aber musste jetzt nicht sein, oder? Musste nicht sein und auch mal für die Leute. Man muss echt mal großen Respekt geben an Ron, der wirklich so krass durchgezogen hat ohne Zigaretten und es fiel dir wirklich schwer am Anfang. Aber jetzt ist schon Tag. Das fiel mir sehr, sehr schwer. Der ist hier auf und ab gegangen und alle fünf Minuten, ja, ich breche ab. Und das ist krass und das soll allen Leuten da draußen zeigen, ey, Finger weg, wenn man gar nicht anfängt, so wie ich 36 Jahre noch nie geraucht, geht es dann auf jeden Fall besser. Ja. Aber trotzdem, du hast meinen Respekt verdient, weil du ziehst hier alles durch und das ist krass, Mann. Das ist gut, alles durchziehen feiere ich auch generell, Digga. Das so sieht auch ein Wochenende bei mir im Club aus. Ja, also lass mich auf jeden Fall sagen, also ich muss auch sagen, wenn das denn jetzt wirklich tatsächlich die das so durchziehen, was ich jetzt mal davon ausgehe, aber ich sichere mich schon mal ab, falls doch rauskommt, dass das gefaked ist. Finde ich das sehr, sehr krass, ne? Gerade so von einem auf den anderen Tag solche Sachen zu lassen, ist halt wirklich immer sehr, sehr schwer. Es ist einfach ein kalter Entzug. Wie schwierig das jetzt mit dem Alkohol ist, wie süchtig er da war, wissen wir nicht, aber Zigaretten, Nikotin, da wird er definitiv von süchtig gewesen sein, hat man auch gesehen und ja, also gerade die ersten Tage sind wirklich halt super schwer, ne? Also ich habe das auch bei meiner Mutter halt mitbekommen, auch die raucht und die hat auch schon öfter versucht mal aufzuhören, so, ne, es ist wirklich sehr schwer, also du brauchst auch wirklich eine unfassbar krasse Willenskraft und ich glaube wirklich, was dabei auf jeden Fall hilft, ist halt auch safe, wie da zum Beispiel, dass die da zu fünft in der Gruppe sind, jeder lässt die kompletten Drogen weg, die kümmern sich dann nur um Sport, um solche Sachen so. Ne, das ist halt deutlich, deutlich besser, als wenn du einfach in deinem normalen Alltag bleibst, weil da hast du es halt schon rein integriert. Ne? Wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, ob er das danach halt auch weiter durchzieht oder ob er wieder rückfällig wird. Danke, Brudi. Aber hast du gesagt, wir versuchen es? Oder nein, wir werden auf jeden Fall noch irgendwie jetzt, keine Ahnung, die nächsten Tage bestimmt mal im Opium vorbeischauen, ne, ohne Alkohol. Ja. Wie gesagt, wir saßen da, da saßen auch schöne Frauen, so ist es nicht. Und, auch ohne Alkohol waren die schön. Käffchen und Cola Zero war in Ordnung, also hat gereicht. Ne? Ja. Fühlt sich vielleicht komisch an, aber irgendwie muss man das Gefühl ja auch mal bekommen, oder? Ja, muss man auch mal erlebt haben. Und zu dem Thema, ne, wer auch aufhören will oder sowas, ich will jetzt hier gar nicht links die Hotline sein, die man anruft, um mit Rauchen aufzuhören, weil ich wurde eigentlich mehr oder weniger fast so dazu gezwungen hier. Aber ich sag euch ganz ehrlich, wenn ihr raucht und irgendwie keinen Bock mehr habt, für mich selber erstmal war immer Vapen, aber irgendwie bin ich doch immer zu den Zigaretten zurück, wegen Nikotin. Nikotin ist halt scheiße. Wenn man hier in einer Truppe ist, wo wirklich nur Nichtraucher sind, ne, dann fällt es einem definitiv einfacher, als wenn jetzt um dich herum alle rauchen. Und ich muss auch gucken, wie es in Berlin ist, weil da wird jeder eine qualmen, weißt du. Aber ich werde da schon standhaft bleiben. Die Leute haben die Kommentare geschrieben, dass da ja alkoholfreies Bier steht. Ja, das haben wir am ersten Tag gekauft. Ich glaube, ein Bier wurde da mal getrunken. Ja. Ich glaube, die Leute haben geschrieben, der ist 0,1%. Hat keiner mehr getrunken. Die Coaches haben direkt gesagt, zu viel Kalorien, Feierabend. Ja. So, wir haben es geholt. Wir haben es ja immer nur so, spaßeshalber geholt. Sind die eigentlich kalt? Hat aber wirklich keiner getrunken. Und ich muss auch sagen, ich bin heftig zuckersüchtig gewesen. Jeden Tag Schokolade gefressen. Das hat mich auch gut umgeworfen. Ja. Ich glaube, viele Leute da draußen unterschätzen das, was für eine Droge auch Zucker sein kann. Ja, ja. Er hat jeden Tag so ein Glas Nutella, so ein kleines Glas. Ja, es ist halt, also, ne, das darf man auch nicht vergessen, auch so Sachen wie halt Zucker oder so, ne, können auch halt schnell süchtig machen. Ne, vor allem, ich finde, also ich habe jetzt auch irgendwie in letzter Zeit wieder mehr Süßigkeiten gegessen, ey, ich merke das, ne, ich habe hier einfach im Auge, habe ich einen Pickel bekommen, hier habe ich irgendwo einen, hier hatte ich einen, also überall, wenn ich zu viel Zucker esse, ich kriege direkt 100 Pickel oder so, deswegen lasse ich das jetzt auch einfach, ja, also jetzt komplett kann man ja nicht drauf verzichten, ne, aber auf jeden Fall jetzt keine Süßigkeiten mehr oder so. Da bin ich auch gut dabei auf jeden Fall, muss ich sagen. Ich habe es einfach gelassen. So, ne? Und ja, ich denke, sowas zu lassen wirklich von einem auf den anderen Tag ist halt wirklich sehr, sehr schwer, muss man sagen. Ne? Also da auf jeden Fall dicken Respekt, ne, wenn die das halt wirklich so durchziehen, Alter, das muss man halt auch erstmal hinkriegen, ne? Safe.
Nutella geleert. Ich dachte jetzt irgendwie, ich trinke hier mehr. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen mehr getrunken, so von diesen Cola Zeros, Pepsi Zeros, Sprite Zeros oder was es da nicht alles gibt. Hier gibt es auch immer so ein bisschen geilere Auswahl als in Deutschland, finde ich. Auch wo ich gesoffen habe, habe ich eigentlich zu jedem Essen immer eine Cola Zero gezischt, wenn es kein Bier war. Aber keine Ahnung, wenn man es kann, dann lasst es auch weg. Die Couch ist meinten eins am Tag, daran halte ich mich auf jeden Fall nicht. Hey, weißt du, was wir auch weglassen? Sex. Ja. Und damit verabschiede ich mich. Damit verabschiedet er sich. Alter, wir haben hier echt wirklich einen nicht so großen Lutschfaktor. Ich habe hier auch, glaube ich, ein bisschen mit Energy Drinks übertrieben. Letztens konnte ich Cardio nicht mitmachen. Vielleicht ist es eine Entzugserscheinung gewesen, aber ich hatte so das Gefühl, Herzrasen zu haben. Deswegen trinke ich jetzt auch nur noch ohne Koffein. Ja gut, ich sag mal, das hat man ja generell, wenn man zu viel Koffein trinkt. Koffein, aktueller Trainingsstand, würde ich sagen, heute hat es ein bisschen reingeschissen, weil die anderen Jungs Beine gemacht haben. Marc und ich, wir hatten so einen Muskelkater, dass ich meinte, ey Leute, irgendwo trainiere ich auch seit 10 Jahren, nicht immer regelmäßig, ne, aber so ein bisschen Erfahrung habe ich. Und wenn da hier der Dings komplett zu ist, dann trainiert man da halt nicht drauf. Aber am Ende haben wir trotzdem ganz kurz beim Bankdrücken große Gewichte gepisst. Und ich meine, das ist am Ende des Tages. Er hat eher zugenommen, ja, ne? Irgendwie so ein bisschen. Wichtigste. Aber ich finde, im Gesicht sieht er gesünder auch aus. Auch wenn der Trainingsplan sagen. Richtig gut ist. Ich bin jetzt auch kein Dr. Simex, so, ne? Das müsste Simex da mal feststellen. Das und auch von sehr guten Leuten konzipiert. Wenn es halt nicht geht, dann muss man was ändern. Und deswegen machen wir morgen. Digga, die haben 3 Pools oder so, ne? Dann sind noch welche. Beintraining. Heute machen wir auf jeden Fall noch Ciabatta. Das seht ihr bestimmt in einem Block. Come on! Den Bierbauch, der muss weg! Der Bierbauch! Für die seitlichen. Oh, 20 Straßenetappen, das war eine zu lange Pause. Ey, fertig hier! Junge! Verstehen am Ende, Digga! Die seitlichen! Behalt den Rhythmus bei! Behalt den Rhythmus bei! Komm! Digga, da hätte ich auch Bock drauf. Ich glaube, ich würde so abkotzen, Alter, wirklich. Scheiße, Digga. Ich wollte euch auch noch einmal so vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgeben, wenn ihr euch auch so motivieren wollt, weil... Ey, das Ding ist tatsächlich, ab nächster Woche bin ich auch wieder im Fitnessstudio, ne? Weil Lift Heavy, meine Freunde. Ich habe tatsächlich mit meinem Therapeuten geredet, wie man das irgendwie am besten hinkriegt, ne? Weil immer war das so zeitlich halt irgendwie schwierig, aber nächste Woche versuche ich es mal wieder. Ich war wirklich in letzter Zeit, was Training angeht, kaum bis gar nicht motiviert. Wie gesagt, da war immer der Lifestyle dazwischen irgendwie. Und dann ist man irgendwie zu faul gewesen fürs Fitnessstudio. Da hat sich lieber Essen nach Hause bestellt. Ich glaube, ich spreche gerade die Probleme vieler anderen hier auch an. Und ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist einfach mal ein paar Jungs zu finden oder halt in eurem Umkreis. Wenn du Mädchen bist, ein paar deiner Mädels oder so, einfach mal so eine Gruppe auf WhatsApp machen und sagen, ey, wir gehen jetzt trainieren. Dass dann nicht nur 2 sich zusammenschließen, sondern wirklich so 4 bis 5 Leute, die sich gegenseitig motivieren und sagen, ey, komm, lass uns jetzt mal was durchziehen. Dann ist der Druck auch höher, weil wenn du nur eine Person enttäuscht, dann hast du halt nur eine Person enttäuscht, aber wenn du 4 enttäuscht, dann ist es wieder was anderes. Deswegen glaube ich, hat das auch so gut funktioniert mit dem Rauchen bei mir hier, weil wirklich 4 Leute die ganze Zeit mich motiviert haben und meinten, ey komm, das packst du, das packst du. Ich hab's gepackt, ihr könnt es auch packen. Also wie gesagt, wenn da jemand Bock hat, dann lasst euch mal ein bisschen hier von den Sauber Oktober Videos inspirieren. Am Ende, denke ich, sind die Ergebnisse von allen Leuten hier sehr, sehr krass. Beim Bro, ich sag, wie es ist, das wird wieder so floppen. Es sind immer die 2 Ausreden, keine Zeit. Resultiert Faulheit, ja, Manuel, Timo können nicht und allein ist auch langweilig. Ja, guck mal, das Ding ist aber, ich finde es, also Zeit ist, finde ich, bei mir auf jeden Fall eine Ausrede, die halt zählt. Weil guck mal, also jetzt in der Woche, wo ich halt Noah habe, ich habe halt effektiv nur bis 15 Uhr Zeit. Weil danach habe ich halt Noah. Und selbst wenn Noah schläft, kann ich ja nicht ins Fitnessstudio gehen, weil ich muss ja zu Hause bleiben und aufpassen, dass Noah nicht wach wird. So, und in diesen 6 Stunden, wo er weg ist oder wo ich dann hier im Büro bin, beziehungsweise wo ich im Fitnessstudio wäre, muss ich alle meine Videos machen, ich muss alles machen, was ich sonst machen muss, also irgendwie Steuern, Sachen, sonst irgendwas, muss meine ganzen Videos aufnehmen und so. Homeworkouts, ich habe tatsächlich meine Hanteln jetzt auch rübergeholt, die waren noch in der alten Wohnung, also ich will dann auch wenigstens mal zu Hause, also na, wo ist jetzt, ja, also ich weiß nicht, ich feiere zu Hause Trainings nicht so, aber das will ich tatsächlich auch machen, dass wenn ich jetzt wirklich keine Zeit habe, dann abends einfach mal wenigstens ein paar Übungen, um die Muskeln halt zu erhalten oder ein bisschen aufzubauen oder so. Aber dieses Zeitthema ist ja grundsätzlich das, was mich halt aufregt, so zum Beispiel auch diese Woche, also ich habe wirklich, ich habe Real Talk von morgens bis abends war ich immer im Büro, außer wenn ich halt Termine hatte und bin abends zum Fußballtraining und dann bin ich schlafen gegangen. So, das war wirklich meine komplette Woche. Mache ich auch gerne, weil, weiß nicht, auch sowas wie Stream, so, das ist halt für mich auch keine Arbeit, so, ich mache das gerne, so, ich hatte schon Bock, so, ne, aber es ist schwierig, ne. Wieso hast du nochmal mit Sascha aufgehört, so eintönig oder was war da? Viele Übungen haben mir einfach nicht gefallen, ne, irgendwie, ich habe ja mal ohne Hanteltraining, also ohne Hanteln habe ich mal die Trainings von ihm gemacht und das hat am Anfang war es halt cool, weil du es ja einfach von zu Hause machst. Aber ich finde halt viele Übungen,
weiß ich nicht, fühle ich halt einfach nicht so, ne? Also ich finde, beim Training ist halt bei mir immer so ein Ausfallfaktor gewesen, dass man sich auf bestimmte Tage einfach nicht gefreut hat, weil du halt wusstest, okay, ich muss halt jetzt irgendwelche Übungen machen, auf die du keinen Bock hast. So, ne, zum Beispiel, ich weiß nicht, es gibt so eine Übung bei Sascha Huber ohne Gewichte, ich glaube, da trainierst du den Rücken oder so, da musstest du dich irgendwie so auf den Boden legen und dann so nach oben ziehen. So, das habe ich auch gar nicht hingekriegt, obwohl ich das genauso gemacht habe irgendwie. Keine Ahnung, das war richtig weird. So, und da habe ich mir auch so gedacht, so, hä, wie geht das so, ne, was mache ich jetzt? Und jetzt zum Beispiel habe ich ja einen Trainingsplan bekommen, wo halt fast alle Übungen machen halt Spaß und man geht halt gerne hin. Na, also bis auf jetzt Beine feiere ich irgendwie nicht so, aber die anderen beiden finde ich mega. Iraj hat man heute schon mal auf jeden Fall sehr gute Seitlichen gesehen. Marc Eggers hat fast keinen Bauch mehr. Die Nutella-Gläser sind fast raus. Nickerson sieht wirklich mittlerweile schon sehr, sehr gut aus. Und Tim, fett wie immer. Wir waren gestern in Barcelona, war eigentlich, wie gesagt, wir saßen da kurz, haben Kaffee, Cola getrunken. Und da kamen wirklich Leute zu mir in Barcelona, die so gesagt haben, ey Ron, krass. Und ich glaube, es hat auch mit dem Sauber Oktober zu tun, weil normalerweise kamen in letzter Zeit nicht so Leute zu mir. Aber die meinen halt wirklich, ey, wir verfolgen dich seitdem du 17 bist und krass aussahst. Du hast uns damals so zum Training motiviert und deswegen dachte ich so, vielleicht kriege ich ja jetzt wieder so viele Leute zum Training motiviert wie zum Tornado zünden. Aber mal gucken. Also mein Ziel auf jeden Fall ist noch, auch nach dem Sauber Oktober in einer sehr stabilen Form zu bleiben. Wie gesagt, ich habe super viele Club-Bookings, weil wenn ich zurück in Deutschland bin, ich glaube schon so 15 bis 20 oder so. Ihr werdet mich da auf jeden Fall am Eskalieren sehen in den Clubs. Alles werdet ihr natürlich immer irgendwie auf Instagram rechtzeitig erfahren. Ja, das ist halt das Schwierige, wenn das so ist. Aber nimmt es mir da bitte nicht übel, wenn ich nicht mit jedem ein Tornado zünde, weil glaubt mir, Gesundheit ist schon sehr, sehr wichtig und das letzte Jahr war schon, vor allem mein Geburtstag war der absolute Höhepunkt, was die Sauferei anging. Ja, viele Frauen auf jeden Fall am Start, aber man kann auch mal. Ja, das ist halt einfach das Schwierige, ne? Also ich sag mal, wenn das irgendwie dein Job ist, auch irgendwie da gebucht zu werden und so, ne, dann einfach zu sagen, ja, okay, ich trinke da aber nichts, ist halt schwierig so, ne? Das ist, finde ich, generell so das Problem, auch gerade mit Alkohol irgendwie, ne? Ich merke das doch selber, so in vielen Situationen ist es irgendwie einfach so normal, auch einfach was zu trinken. So, ne? Das ist einfach so im Alltag halt drin. Ne? Das finde ich generell auch sehr schade. Ne? Auch jetzt irgendwie, wenn du auch so oft Freundeskreise hast, die du irgendwie eher beim Feiern oder sowas dann triffst oder mit denen du eher feiern gehst, ist halt immer schwierig. Aber wenn es dein Job ist, ist es natürlich nochmal schwieriger. So, ne? Einen Schritt kürzer treten und das ist. Und ich meine, wie gesagt, so, ne? Wenn er jetzt mal trinkt, ne? Wenn er jetzt ein Booking im Monat hätte, so, ne? Dann weiß ich nicht, wäre halt okay. So, mein Gott, ist dann halt so. Ne? Aber 20 Bookings annehmen, ich weiß nicht, ob das jetzt in einem Monat ist, er hat ja nur gesagt, zurück in Deutschland, das werden ja wahrscheinlich halt in 3 Monaten oder so sein, ist dann halt trotzdem wieder zweite, dritte Tag, ne, ich weiß nicht, das ist dann halt, da wird er halt wieder zurückfallen, und ich meine, gerade unter Alkohol fängt man dann ja auch eher an, wieder zu rauchen, ne. Auf jeden Fall, das Update von bisher, was haben wir, den 13. Oktober, in 7 Tagen ist die Venus, wir werden uns in 6 Tagen kurz nach Berlin begeben. Dort werde ich natürlich weiterhin standhaft bleiben. Nervt mich nicht auf der Venus mit Alkohol. Ihr werdet mich höchstens mit einer Cola Zero in der Hand sehen. Marc ist sehr, sehr traurig, weil sehr viele schöne Frauen werden um mich herum sein. Und dort werde ich nochmal die extra Cardio-Einheiten schieben. Also Leute, ich freue mich auf euch auf der Venus und ich freue mich auf die nächste. Ja gut, ich weiß nicht, so viel hat er jetzt tatsächlich irgendwie gar nicht gesagt, aber ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, gut, dass er den Monat durchzieht, aber ja, das ist immer das Problem, so einen Monat durchziehen, wenn man irgendwie seine Leute um sich rum hat und so, ist halt gut, aber du änderst ja damit nicht deine Gewohnheiten, wenn du halt wieder zu Hause bist, ne, das ist halt das Schwierige dann, ne, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das läuft.